So, ein wunderschön und herzlich willkommen bei Clicker Hero Folge 43. Tada! Also wir machen hier mal ein bisschen Action. So, bringt zwar wahrscheinlich nicht mehr viel, aber naja, es geht. Ein Ei, mit leider auch nichts. Scheiße, hab viel geklickt. Ich bin so bescheuert. Ich mache immer wieder den gleichen Fehler. Immer wieder den gleichen Fehler. Das gibt's doch gar nicht. So, was wir mal zuallererst tun, ist eigentlich können wir warten und mal gucken. Naja, viel weiter wird's nicht bringen. Ja, es ist tatsächlich mittlerweile am Ende der Transcension. Man merkt es. Wir kommen nicht mehr wirklich stark voran. Apropos, mal gucken, ob die Aufnahme auch läuft, also gut ist. Da blitzt im Hintergrund das Video. Bringt ja wahrscheinlich. Sehr gut. So, das heißt, wir können direkt eigentlich transcenden. Ascenden. Ja. Ich meine, jetzt hier noch warten auf 100, auf Zone 90. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Ne, komm. Einfach mal weg da. Ja. So. Wir tun haben natürlich ein paar Hero Souls bekommen. Nicht viele. Gerade mal 1E10. Ach du Kacke, ey. Ach du Kacke. Achso, siehst du, wie sieht es eigentlich aus mit den Zonen? Ah, gerade mal 400 Alter, das ist. Oh. Ah ja, ist ja jetzt eh die letzte Ascension. Heute Abend kommt Transcension. Wird doch nötig. Also, wir. Naja. Ich glaube, die 50 schaffen wir, aber mehr auch nicht. Mehr auch definitiv nicht. Das können wir vergessen. Ich hätte mir meine Haare machen sollen. Die wuseln mir schon wieder im Gesicht rum. Wisst ihr was? Wir arbeiten jetzt mal, weil wir so hart an der Grenze und so, ne? Arbeiten wir einfach mal hart nach Calculator. Damit ihr auch mal wisst, wie das funktioniert. Für die Leute, die selber auch gerne mit Calculator spielen wollen, weil sie nicht so viel rechnen wollen. Oder damit sie ein Programm haben, auf das sie die Schuld schieben können. Apropos, vom Calculator machen wir mal wie lieber hier mit den Engines, damit das schon mit einberechnet werden kann. Alles auf Tsuchi. Denn ein paar auf Wett, wobei das komplett Schwachsinn ist. Nee, eigentlich bloß ein paar auf Frostlieb, ein auf Frostlieb, das reicht. So, jetzt nochmal speichern. Dankeschön. Ja, das macht Sinn. So, dann gucken wir mal ganz kurz hier, was der Kalkulator sagt. So. Die Kalkulator zu benutzen ist eigentlich super, 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 super easy. Ihr habt hier die Zahlen. Und die Zahlen könnt ihr quasi einfach 1 zu 1 rauskopieren, ne? Einmal so. Und jetzt könnt ihr sie hier bei euren Dingsterbumstern quasi mit V, wie gesagt, V klicken und dann einfügen. Bam. So. Die oberen drei Aktiven haben generell die gleichen Zahlen. Das heißt, ihr könnt da gleich alle drei mit einmal abfertigen. Und noch unseren anderen Typen, den hier, bam. So, jetzt die Goldies, weil die haben nämlich auch immer die gleichen Zahlen. Also einmal kopieren und dann einmal bei allen Goldies einsetzen. V, Steuerung V, okay. V, Steuerung V, okay. So, jetzt kommen die nächst teureren, also ist ja quasi bloß Juggernaut. Kopieren, also Steuerung C. Jetzt fange ich hier so an wie so ein Computergrundkurs. Also, erstmal nehmen Sie die Maus in die Hand und dann schieben Sie die Maus nach links. Okay. So. Ja, das hier mache ich generell einfach per Hand. 2, 6, 2, 6, 5. 2, 6, 2, 6,
5. Da ist man mit der Hand schneller als das Kopieren macht hier. Bei den kleinen Zahlen überhaupt keinen Sinn. Und dann ist bloß noch Kumafakamaru übrig. Der kriegt auch nochmal 2. Tada! Fertig. So, jetzt haben wir alles ganz streng nach Calculator gemacht. Das heißt, man kann gucken, ob diese Zahl übereinstimmt. Nein, stimmt sie nicht. Warum auch immer nicht. Aber gut, ist gerade mal bei der zweiten Nachkommastelle. Trotzdem seltsam. Man weiß es nicht. Ja. Okay, auf jeden Fall, machen wir jetzt quasi hart nach Calculator. Vielleicht schaffen wir ja so wieder 1E5. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So. Achso, erst eben ganz den Klicker hier rauf. So, du raus, du da, du da, du da. Wobei, dich lasse ich erstmal raus. Der Stock hat nämlich weniger. Irgendwann weiß man ja, wie Klicker hier tickt. Übrigens können wir jetzt mal voll losgehen. So. Wobei mir aufgefallen ist, im Video merkt man das Stockern gar nicht so sehr. Ich meine, wenn man sich überlegt, ne, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, ist ja eigentlich vollkommen logisch, weil wenn das Spiel stockert, dann stockert ja auch kurzzeitig die Aufnahme, weil natürlich die CPU-Zeit, ne, also natürlich nicht so stark wie das Spiel selber, aber dadurch, dass das Video quasi an sich auch in dem Moment leicht stockert, hebt dieses Stockern des Videos das Stockern des Spiels auf, weil es ja im gleichen Moment stockert. Und ne, das ist quasi so, wie wenn man im Zug ist, wenn man im Zug fährt und man selber im Zug ist dabei, da merkt man, dass der Zug sich, also da merkt man nicht, dass sich der Zug bewegt, wenn der Zug jetzt bremst, man selber aber nicht bremsen würde, dann würde man dann nach vorne fliegen. Das ist ja der Grund, weswegen, wenn der Zug bremst, man nach vorne gedrückt wird. Wenn man jetzt aber selber auch gleich stark bremsen würde wie der Zug, dann würde man es quasi auch nicht merken. Und genau deswegen ist es doch eigentlich egal. Auf jeden Fall, ja, stockert es im Video wesentlich weniger als in Realität. Aber wenn ihr wissen wollt, wie es stockert, spielt einfach mal selber das Spiel. Es ist schon ein Traum. Ein Albtraum. So, jetzt kommt so halt erstmal wieder ein Freigeben. Danke. So, jetzt kommst du darauf. Und dann haben wir eigentlich soweit alles. Kann ich gleich mal das hier machen, just for fun. So, ach, seht ihr, was wir auch noch machen könnten? Sonst wäre die Aufnahme ja quasi schon wieder gleich vorbei. Wollen wir, gibt's nicht. Ich kann euch ja mal meinen aktuellen Stand oder den aktuellen Stand meines Basic-Clickers zeigen. Da hat sich viel verändert. Also, viel. Ich war heute voll produktiv. Aber richtig. Genau. Ja, man sieht schon, das Fenster ist größer. Hier kam eine Menge hinzu. Und hier kam auch eine Menge hinzu. Hier oben die Leiste zeigt jetzt nur noch den halt des Titel halt an. Die ganzen Sachen, die hier angezeigt wurden, habe ich jetzt nach hier verschoben. Hauptsächlich die oberen Sachen. Aber hier kam noch eine Menge hinzu. Der Grund, warum das so ist. Oh, man hat gerade schon was Gelbes gesehen. Patchlog oder in den Patch Notes. Ja, wir waren ja letztens noch ungefähr so hier, aber wobei ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das habe ich schon gezeigt. So, seitdem habe ich die Berechnung der Monster überarbeitet. Heißt also, von jedem Level steigt es ein bisschen an, ist aber Detail. Aber was ich hinzugefügt habe, ist Demon's Souls. Ja klar, angelehnt an Ancient Souls, natürlich. Nein, an Hero Souls, natürlich. Und zwar bekommt man jetzt von jedem Boss ab Level 100, also wirklich ab 100, das heißt, der 100er gibt auch schon, immer pro alle zwei Bosse, also alle 10 Level, oder das alle... Ich weiß gerade gar nicht, doch alle zwei Bosse, genau. Also alle 10 Level, ab Level 100, kriegt man immer eine Demon Soul
mehr als beim letzten. Also bei 100 kriegt man eine, bei Level 110 bekommt man zwei, bei 100, ne, und so weiter und so fort. Es gibt hier aber keine Chance oder sowas, also ist fest. Pro Boss bekommt man diese Demon Souls und jeweils pro Boss immer eine mehr als beim vorherigen. So, diese kann man dann verwenden, um Dinger zu machen. Yay! Dazu erstmal noch ein bisschen weiter gegriffen. Ich habe Chests hinzugefügt. Man hat das schon vor einer Weile gesehen hier. Ne? Ich habe ja schon vor einer Weile diese Grafik hier erstellt. Für Gold. Ja, das gibt es jetzt auch endlich im Spiel. Das heißt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit von standardmäßig 1 zu 128. Sieht man das auch hier? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Nee, ist ja schon privater Spielstand. Egal. Auf jeden Fall mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit von 1 zu 128 bekommt man halt quasi statt ein normales Monster ein Goldmonster. So wie jetzt zum Beispiel gerade. Das gibt dann das Zehnfache an Gold. Hat aber die normale Stärke. Dazu zählen jetzt auch Bosse. Das heißt, Bosse geben jetzt auch das Zehnfache an Gold. Auch wenn sie selber keine Schatzkisten sind, ist es ja trotzdem in dem Moment einfach, wo es Boss ist, haben sie die zehnfache Stärke, dafür aber auch das zehnfache Gold. Wie gesagt, die Standardwahrscheinlichkeit für eine Chest ist 1 zu 128. Diese kann man allerdings hier unten mit der Chest-Spawn-Rate mal, Spawn-Rate mal 2 halt immer halbieren. Das heißt, ich habe da jetzt schon 4 reingesteckt, das heißt, der Wert wurde 4 mal halbiert, ne? 128, 64, 32, 16, ach nee, ich habe schon 5 mal, okay, und dann 8. So, und standardmäßig gibt halt eine Schatzkiste halt das Zehnfache an Gold, heißt also 1000%. Ach, hier oben. Diesen Wert kann man aber auch erhöhen, jeweils für einen Hero Souls kommt immer 1000%, also einmal zehnfach obendrauf. Das habe ich auch schon 6 mal gemacht. Dementsprechend hier, ne, 7000. Das gleiche gibt es jetzt mittlerweile auch für kritisch. Ja, es gibt jetzt kritischen Treffer. Das heißt, wenn man klickt, ist die Wahrscheinlichkeit halt 1 zu 128, dass man halt den zehnfachen Schaden macht fürs Klicken. Da kann man aber auch wieder den kritischen Crit-Chunks und das, wie viel DPS man macht, jeweils erhöhen. Das steht dann hier oben. Und genau. Ansonsten kann man aber auch für diese Ancient, ich sage schon Ancient Souls, für diese Demon Souls heißen die ja, ne? Kann man sich auch sogenannte Worker kaufen. Also das, was, oder, ne, also Autoklicker. Heißen hier Worker, weil die haben ja mehrere Aufgaben. Einmal, also der erste Worker kostet gerade mal eine einzige Soul. Ah ne, weiß ich gar nicht, eine oder 10? Also auf jeden Fall sehr wenig. Ne, doch. 10, genau, 10. Und die werden aber jedes Mal um das Fünffache teurer. Heißt also, der zweite Worker, ich habe bei hier 2, ne, Worker 0 von 2 sind gerade beschäftigt, heißt also, ich habe 2. Der erste kostet, wie gesagt, 10, der zweite würde dann 50, ne, mal 5, und der dritte würde jetzt 250 kosten, nochmal mal 5. So, das heißt, ich habe jetzt hier 2 Worker und kann die einsetzen. Und einsetzen kann man die wie folgt. Man kann hier die Zahl erhöhen, dann ist einer Verwendung. Er macht halt 10 Klicks pro Sekunde. Ich kann 2 verwenden, dann machen die halt 20 Klicks pro Sekunde. Dabei steigt natürlich auch die Combo an. Die Combo kann man jetzt auch verbessern. Ne? Hier plus 0,01%, auch wieder für eine Soul. Und was, wofür? Genau. Man kann die aber auch verwenden, indem man die halt automatisch leveln schickt. Dafür gibt es jetzt hier diesen kleinen weiteren Button. Und wenn man den halt anwählt, dann sorgen diese Worker dafür, dass die automatisch leveln. Und ja, es ist natürlich auch richtig programmiert. Das heißt, wenn jetzt hier einer aktiv ist, kann ich nicht mehr noch einen anklicken, weil es sind ja bereits beide in Verwendung. Das heißt, ich müsste den erst wieder freigeben, damit ich den hier klicken kann. Hat man gerade gesehen, wird die Zahl größer. Oder so wie bei dem hier. Brrrr. Wird die Zahl größer. So, genauso wie wenn halt die Ausgebrauch, die alle in Verwendung sind, kann man auch hier die Zahl nicht mehr vergrößern.
Das heißt, ich muss hier wieder erstmal freigeben, damit ich dann den hier erhöhen kann. Ich denke mal, das ist selbsterklärend. Ja, wie gesagt, dafür ist es aber genauso wie natürlich bei Clicker Hero. Man bekommt diese Souls nicht direkt, deswegen stehen die hier in Klammern, sondern man muss erstmal resetten. Das heißt, Reset hat jetzt eine etwas andere Funktion. Man wird halt wieder auf Level 0 geschmissen, wobei da eigentlich Level 1 stehen müsste, aber okay. Man muss wieder gegen alle Monster kämpfen, wird zurückgesetzt. Man verliert auch sein Gold und die Helden. Aber die drei Demon Souls, die auf mich warten, werden wieder gut geschrieben und kann ich dann verkaufen. Können wir das einfach mal durchspielen? So, ja. Jetzt bin ich wieder von Level 1. Hab aber dafür drei Souls. Und die kann ich jetzt hier zum Beispiel für... Ich mach mal Crit-Schaden. Combo. So. Sieht man oben, Combo 0.01. Döp, döp, döp. 4. Mehr geht nicht, weil ich habe keine Heroes. Also Demon Souls mehr. Ja, ich hätte deswegen zweimal, wollte jetzt ein bisschen für Lesbarkeit. Hier oben sind die ganzen ganz wichtigen Daten, die direkt ins Auge fallen müssen. Hier unten ist dann nur noch was Goldkisten bezogen ist. Und hier unten dann etwas genauer aufgeschlüsselt die ganzen Sachen, die für die Angriffsstärke wichtig sind. Ja. Gut, Workers könnte ich glaube ich auch mit nach oben schieben. Irgendwann mal. Genau. Das ist so der aktuelle Stand meines Supergames. Yay! Heißt also, mittlerweile wie gesagt auch, ne, wenn man schließt und dann wieder öffnet, ist das schon länger drin, dass dann wie gesagt auch idle berechnet wird. Das heißt, man kann jetzt mittlerweile echt sagen, dass das Spiel in einem final stabilen Status ist. Finde ich geil. Ich werde also bald vielleicht auch ein Let's Play davon machen. Keine Ahnung. Also kein ultra langes mit 80 Folgen oder sowas, sondern vielleicht, weiß nicht, 4 Folgen oder so. Keine Ahnung. Und was auch noch dazu gekommen ist, genau, das ist ja das, dieses Panel hier kam halt hinzu. Denn die Worker, Demon Souls, DPS-Bonus, das ganze Zeug hier unten, Combo, Auto-Level, ja, das war gefixt. Irgendwas wollte ich gerade noch erzählen. Genau. Und zwar ist jetzt so, normalerweise hat man ja Klickschaden von 1. Das kann man halt erhöhen, indem man quasi die Combo erhöht. Jetzt gilt das aber so, der erste, wenn man ihn kauft, erhöht aber gleichzeitig... Ja, also anders als bei Clicker Hero, wo er nur den DPC erhöht, erhöht er hier quasi sein DPS und unterstützt uns aber auch gleichzeitig noch beim Klicken. Das heißt, er hat 3 DPS und wir haben jetzt 4 DPC, also Damage per Click, weil wir 1 hatten, plus die 3, die von ihm dazukommen. Das gilt für alle anderen aber nicht mehr. Das heißt, also wenn ich jetzt ihn anklicke, bleibt der Wert auf 4. So, das heißt, jetzt haben wir quasi, ich mache mal nochmal ein Reset. So, weil jetzt kann man nämlich auch richtig schön hier unten gucken. Ein Schaden, ein Schaden, ein Boom. Das war ein kritischer Treffer. Wie gesagt, ne, mit jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 8. Sehr geil, das Ganze. So. Ansonsten, was gibt's noch? Wobei ich mittlerweile echt am Überlegen bin, ob dieses mit diesem Crit-Schaden erhöhen, ob ich das immer teurer mache. Heißt also, dass das erste Mal klicken 1 kostet, das zweite Mal klicken dann 2, ne? Also, weil hier wird es ja immer halbiert, dass ich quasi dafür die Kosten immer verdoppel. Muss ich noch überlegen, weil ne, die Worker, die werden ja auch immer teurer. Also, schwierig, sowas zu implementieren ist nicht schwer, aber ich muss das halt machen. Also, erstmal überlegen, ob ich es machen möchte, weil noch bin ich mir da ein bisschen unschlüssig. Ja. Und ja, ich hab die Funktion so geschrieben, dass wenn hier bereits auf ein Eintel ist, man hier nicht mehr kaufen kann. Also das habe ich schon mit berücksichtigt. So schlau, ne? Falls jetzt jemand dachte, ah, vielleicht kann ich das austricksen, vielleicht hat er das nicht beachtet. Doch, habe ich beachtet. Alles gut. Genau, das haben wir resettet. Das heißt, wir können jetzt mal hier komplett auf DPC gehen. Und jetzt haben wir ganz viel Klick-Kritschern.
Also können wir auch die beiden Worker für uns arbeiten lassen. Weil die, ja, die Worker, also die Autoklicker, die machen natürlich auch mit Crit-Schaden. Für die gilt das auch. Wir können aber auch hier einen wegmachen und den anderen hier aufsetzen. Damit kommt man schon relativ weit. Natürlich nicht allzu weit, klar. Aber für den Anfang reicht es schon mal aus. Ja. Gibt's noch was? Nö, merke ich nicht. Das waren jetzt so alle Neuerungen. Also man merkt, ne, ich habe eine ganze Menge heute rumprogrammiert. Hatte eine ganze Menge Zeit, eine ganze Menge Langeweile. Aber macht doch ultra Spaß gerade, hier dran zu programmieren. Muss ich schon zugeben. Ja. Na, wie gesagt, mal gucken. Ich entwickle hier noch ein bisschen weiter. Ich glaube, ich mach's doch mit dem, dass es hier mal doppelt so teuer wird. Nee, das hier. Dass sowohl das als auch das immer doppelt so teuer wird. Das macht, denke ich, Sinn. Ja, doch, genau. Genau. So der aktuelle Stand von meinem mittlerweile echt ausgewachsenen Clicker-Game. Na klar, es ist natürlich noch Welten von Clicker-Heroes entfernt. Aber man muss auch dazu sagen, ne, wenn man jetzt das Game zum Beispiel mit so manchen anderen Clicker-Games verwechselt, ne, hier dieses Clicker-Monster zum Beispiel, also da ist mein Spiel mittlerweile schon besser. Weil Clicker-Monster hat ja quasi gar keine Features. Da gibt es ja außer Gold, Helden und dem Monster, was man tötet, gar nichts. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, sind wir soweit bis dahin erstmal gut durch. Falsches Spiel. Das hier bitte. Danke. Das war gerade meine andere Version. da sind wir soweit erstmal durch und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns heute Nachmittag, heute Abend. Dann zur Transcension. Das wird ein Genre, mein Ei. Kann ich hier ein paar Mal raufklicken, ja. Ja, Rubine, gib mir Rubine. Oh, wir brauchen heute Abend welche. Ganz viele. Gib mir Rubine. Du Hure. Was? Perfekt. Weg da. So, genau. In dem Sinne würde ich mal sagen, habe ich so alles, was so aktuell abgeht, erklärt, erzählt. In dem Sinne, du kannst weg. Und dann schau mit vor. Jo. Bis dann.